über diese Stadt, über die unser Bundesinnenminister versucht, Hans-Peter Friedrich, zu Recht festgestellt hat, es ist die kriminellste Stadt Deutschlands. Warum? Weil hier das Bankenzentrum ist. Keine andere. Und unsere Kanzlerin hat nach 5 Jahren der Finanzkrise, erst war es Finanzkrise, dann war es Bankenkrise, dann war es Staatsschuldenkrise, dann war es Eurokrise. Irgendwann werden sie das Kind beim Namen nennen müssen, Kapitalismuskrise. Aber das traut sich noch keiner. Unsere selbsternannte Bundessparmamsell, die ganz Europa in ihr Spardiktat knechtet, hat in 5 Jahren der Finanzkrise nur einen kritischen Satz zu Wege gebracht. Und das war, wir müssen das Vertrauen in die Finanzmärkte zurückbringen. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Das war morgens um 9:30 Uhr. So früh am Tag habe ich noch nie einen Schnaps gebraucht. Ich saß vor dem Fernseher. Ich habe mir nur gedacht, Moment mal, wer muss hier was? Wir müssen das Vertrauen in unsere Privatbanken leihen sich von der von uns finanzierten Europäischen Zentralbank für mittlerweile 0,5% ihr Geld, kaufen damit Staatsanleihen auf, für die sie bis zu 7% Rendite kassieren. Du überziehst deinen Dispo und zahlst bis zu 17% an die gleiche Bank zurück, die sich vorher für 0,5% ihr Geld bei der... Und da müssen wir Vertrauen in die Finanzmärkte zurückbringen. Da fragen sich viele, wofür macht diese Kanzlerin eigentlich ihre Politik, die eine Bankenaufsicht verhindert hat, als sie gesagt hat, wir brauchen keine schärfere Bankenaufsicht. Das hat Zeit und die Börsenkurse sind durch die Decke gegangen. Ich habe so oft gefragt, für wen macht diese Frau Politik? Dann habe ich im Urlaub Buchstabensuppe gegessen und habe mal die Nudelkombination Bundeskanzlerin reingestreut, habe die Suppe ausgelöffelt und am Ende mit den Buchstaben ein bisschen hin und her gespielt. Müsst ihr auch mal zu Hause machen. Wenn man das Wort Bundeskanzlerin lang genug dreht und wendet, steht am Ende da Bankzinsenluder. Ich war friedlich, was wollt ihr? Sie wollen einen Kapitalismus ohne Demokratie. Wir wollen eine Demokratie ohne Kapitalismus.